Eine Permutation ist im Wesentlichen eine Umordnung von irgendwelchen Elementen. Im konkreten Fall nehmen wir einfach Zahlen, also zum Beispiel die Zahlen 1 bis 6. Wir ordnen sie um, also zum Beispiel zu 5, 1, 6, 4, 2 und 3. Und jede dieser Umordnungen ist eine Permutation. Die übliche Schreibweise für eine Permutation ist genau die, ich jetzt hier angegeben habe. Man schreibt in der ersten Zeile die Zahlen, zum Beispiel in einer natürlichen Reihenfolge, und unten die umgeordneten Zahlen an und bezeichnet das als Permutation. Man schreibt dafür oft einfach Pi. Nun gibt es auch weitere Darstellungsformen von einer Permutation, beispielsweise eine grafische, indem man versucht darzustellen, was denn eine Permutation tut, also wie diese Umordnung zustande kommt. Also zum Beispiel der Platz 1 wird durch 5 ersetzt, also aus dem 1er wird es ein 5er. Der Platz 5 wird durch 2 ersetzt und der Platz 2 durch 1. Nun 3 durch 6 und 6 wieder durch 3. Und 4 bleibt gleich. Man erkennt unschwer, dass sich hier eine Menge von sogenannten Zyklen ergibt. In dem Fall sind es drei Zyklen, ein Dreierzyklus, ein Zweierzyklus, sowas nennt man auch Transposition, wo also zwei Elemente nur einen Platz tauschen, und hier ein Fixpunkt oder eine Schleife. Diese Zyklen führen auch zur sogenannten Zyklendarstellung einer Permutation. Man hat also hier drei Zyklen und die schreibt man hintereinander an, also zum Beispiel 1, 5, 2, das ist der erste Zyklus. Dann haben wir diesen Zweierzyklus oder diese Transposition, wo 3 und 6 ihre Plätze tauschen, und am Schluss noch einen Fixpunkt. Dieser Fixpunkt wird manchmal gar nicht angeschrieben. Und diese Darstellung ist im Gegensatz zu dieser zweizeiligen Darstellung auch nicht eindeutig, denn man kann ja diese Zyklen in einer anderen Reihenfolge anschreiben. Man könnte sogar die Anfangselemente vertauschen. Also hier könnte man statt 3, 6 auch 6, 3 schreiben. Und hier statt 1, 5, 2 könnte man auch 5, 2, 1 schreiben. Das ist dieselbe Permutation, dieselbe Zyklendarstellung, aber eben eine andere Darstellung insgesamt. Man bezeichnet nun mit Sn die Menge aller Permutationen. Also beispielsweise S3 ist die Menge der Permutationen der Zahlen 1 bis 3, also das ist mal 1, 2, 3. Und die einfachste Umordnung ist die, wo gar nichts passiert. Das ist die sogenannte identische Permutation. Hier passiert gar nichts. Das ist natürlich eine Umordnung. Da gibt es natürlich viele weitere. Also man könnte zum Beispiel das Element 1 festhalten und nur 3 und 2 vertauschen. Also in der Zyklendarstellung hätte man nur eine Vertauschung von 2 und 3. Das gleiche kann man natürlich auch so machen, dass man einfach 2 festhält und 1 und 3 vertauscht. Oder man hält 3 fest und vertauscht 1 und 2. Und dann gibt es noch zwei weitere Möglichkeiten. Man denke vielleicht auch an die Zyklendarstellung, wo also hier ein Zyklus passiert, ein Dreierzyklus, nämlich dass zum Beispiel 1 auf 2 abgebildet wird, 2 auf 3 und 3 auf 1. Und dann gibt es dann noch eine weitere zyklische Permutation, also die aus einem Dreierzyklus besteht, nämlich wo das in die andere Reihenfolge geht, also wo 1 auf 3 abgebildet wird und dann 2 auf 1 und 3 auf 2. Also man erhält insgesamt 6 verschiedene Permutationen oder Umordnungen, also die Anzahl der Permutationen von drei Elementen sind insgesamt 6. Wir wollen uns jetzt die Frage stellen, wie viele Permutationen gibt es denn insgesamt, also wenn man nicht drei Elemente hat, sondern eben n Elemente. Und da stellt sich heraus, die Anzahl der Permutationen
von n Elementen ist genau n Faktorelle oder n Fakultät. N Faktorelle ist nichts anderes als das Produkt aller Zahlen bis n, also 1 mal 2 mal 3 und so weiter bis n. Beispielsweise S3 hätte dann 3 Faktorelle oder 3 Fakultät Elemente und das stimmt mit dem überein, was wir vorher gesehen haben, denn das ist 1 mal 2 mal 3 und das ist eben 6. Wieso stimmt das allgemein? Das kann man sich sehr einfach überlegen. Man betrachtet einfach eine Permutation Pi in der zweizeiligen Darstellung, also man schreibt in der ersten Zeile alle Zahlen von 1 bis n an. Nun, wie kann ich jetzt hier alle möglichen Umordnungen oder alle möglichen permutierten Darstellungen zählen bzw. angeben? Nun, man überlege sich, dass es für die n-te Zahl hier, also die größte Zahl, natürlich n Möglichkeiten gibt. Also die steht hier irgendwo unten. Also hier gibt es n Möglichkeiten. Und verbleiben jetzt noch hier links und rechts von n insgesamt n-1 Plätze übrig. Und auf diesen n-1 Plätzen muss man jetzt die Zahlen 1 bis n-1 irgendwie anordnen. Das sind natürlich genauso viele Möglichkeiten, wie es Permutationen von n-1 Elementen gibt. Also man erhält, dass die Anzahl aller Permutationen von n-Elementen nichts anderes ist als n mal die Anzahl der Permutationen von n-1-Elementen. Nun, jetzt kann man das so fortsetzen und man erkennt, dass das da dann n-1 mal die Anzahl der Permutationen von n-2-Elementen sind und so weiter. Also man erhält insgesamt, dass das nichts anderes ist als n mal n-1 und so weiter mal 2 mal 1. 1 ist die Anzahl der Permutationen von einem Element, das ist 1, also das ist nichts anderes als n Faktorelle. Ich möchte zum Abschluss noch zyklische Permutationen betrachten. Zyklische Permutationen sind solche, wo in der Zyklendarstellung genau ein Zyklus entsteht. Also nehmen wir ein einfaches Beispiel. Also eine Permutation von 5 Elementen, also 1 wird zum Beispiel auf 5 abgebildet, 5 auf 3, 3 auf 2 und 2 auf 4 und 4 auf 1. Also diese Permutation nennen wir sie Sigma, hat jetzt die Zyklendarstellung 1, 5, 3, 2, 4. Oder in der zweizeiligen Darstellung, das kann man natürlich auch machen, ist das 1, 2, 3, 4, 5. Und in der permutierten Zeile steht natürlich jetzt unter dem 1 ein 5er, unter dem 2er ein 4er, unter dem 3er ein 2er, dem 4er ein 1er. Nach dem 5er ein 3er. Und die Frage, die ich jetzt beantworten möchte, ist, auf wie viele Arten kann man jetzt eine Permutation von 5 Elementen so darstellen, dass genau ein Zyklus entsteht. Also man möchte die Anzahl der sogenannten zyklischen Permutationen sehen. Naja, da betrachtet man am besten die Zyklendarstellung. Die kann ja mit einem 1er beginnen. Also wir können mit jedem Element beginnen, aber ohne Beschränkung der Allgemeinheit kann man mit dem Element 1 beginnen. Und dann hat man für die weiteren 4 Stellen dann genauso viele Möglichkeiten, diesen Zyklus hier zu vervollständigen, wie es möglich ist, diese weiteren 4 Elemente anzuordnen. Also man hat hier 4 faktorelle Möglichkeiten. Also genau um 1 weniger, als wenn man alle permutieren würde. Also die Anzahl der zyklischen Permutationen ist daher insgesamt n-1 Faktorelle.